Hallo, Freunde der Wissenschaft. Im letzten Video zur SRV hatte ich ja schon gesagt, dass ich vermute, dass sie flach genug ist, durch die Garagen zu passen. Und ja, das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren. Also geht es jetzt mal los. Fahrwerk ist drin, alle Lifte sind drin. Poltert ein bisschen. Also es passt. Man schafft es, man kann also ein Wettrennen machen oder auch drin parken, warum auch immer. Aber man müsste also auch ein Wettrennen gestalten können, weil es wohl das Ziel ist, dass die Spitzkehre hier in der Garage ist und alle Teilnehmer durch die Garage fliegen müssen. Und da wird es sicherlich zu dem einen oder anderen Unfall kommen. Weil so viel Spiel nach oben und unten hat man ja nicht. Nach rechts und links geht es einigermaßen. Wobei in engen Kurven die SRV doch ganz schön zum Ausbrechen neigt. Also noch eine Runde. Bisschen schneller diesmal. Da bin ich kurz vorm Rausfliegen noch hängen geblieben. Bisschen zu hoch gekommen, glaube ich. Zur Erklärung, ich habe jetzt hier den VTOL ausgeschaltet. Also die Triebwerke zeigen nach hinten. Deswegen fehlt jetzt eindeutig irgendein Lenktriebwerk. Ach, da vorne liegt ja auch eins. Nehmen wir das so lang. Hier mal gucken. Was genau passiert ist. Der Pilotengrill ist auf jeden Fall noch an. Ah ja. Es fehlt also nicht das obere, wie ich es vermutet hätte, es ist irgendwie das untere abgerissen. Und hat auch gut Schaden gemacht. Aber hier sieht man auch schon Stellen an den Triebwerken. Gucken wir uns das nochmal an. So sieht also ein Traster aus von der SRV. Habe jetzt leider kein Traktorbeam hier. Man kann den hier, glaube ich, sowieso nicht benutzen. Und der von der SRV, da habe ich jetzt nicht dran gedacht, ob man den mal nehmen könnte. Ja, auf jeden Fall für ein Event vielleicht eine Idee, dass man irgendeine Rennstrecke sich ausdenkt, von dem einen Garagen hier zu diesen Garagen einmal durchfliegen und wieder zurück zu den anderen Garagen und vielleicht noch Slalom um die Pylonen der Bahn, da kann man sich einiges einfallen lassen. Naja, macht euch noch eine schöne Woche. Beste Grüße, euer Siruk.